Moin liebe Freunde, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen zum nächsten Pokémon Pack Opening. Heute endlich mit dem neuen Display. Woo! Okay. Okay, ich habe ein bisschen mehr Begeisterung bei euch erwartet. Ihr müsst jetzt einfach mal in den Kommentaren Yay schreiben. Wäre sehr geil, wenn man es macht. Wenn man es nicht macht, ist man nicht geil. Punkt. So, wir starten. Wir haben einmal hier die Welten im Wandel, meine Damen und Herren. Sehr, sehr schönes Display. Neue Erweiterung. Ich weiß, eine Woche später als die anderen, die meisten haben alle schon ihre Displays hochgeladen und so. Wir machen es jetzt erst auf. Ich habe einfach vorher keine Zeit gehabt. Ich freue mich riesig drauf, weil hier sind super viele Tag-Team-Karten drin, die ich gerne besitzen will. Eine ist davon Arceus. Ich hoffe, es klappt. Wir kriegen Arceus. Ich würde sagen, wir starten. Ich packe das jetzt schon mal einfach hier aus, weil man muss es einfach hier aus dieser Folie befreien. Dieses Pack, das will das einfach gar nicht. Und das ist schon geknickt, dieses Pack. Oh mein Gott. Ja. Also, wer heute Bock hat und ein bisschen Luck hier mit mir verteilen möchte, kann das sehr gerne machen. Ich hoffe, ihr habt im Moment auch alle gerade sehr viel Bock beim Pokémon zocken. 36 fucking Booster. Saugeil. Sehr geil. Schmeckt mir. Ja, Mann. Ich liebe dieses Leben, Alter. 36 Booster. Let's go. Wir machen jeweils eine Hälfte. Ich weiß nicht, ob wir es in zwei Videos machen, aber ich würde es gerne alles in einem Video machen, deswegen starten wir direkt. So, wir starten direkt. Ich will auch nicht super viel jetzt auf alles eingehen, weil dafür ist das Video zu kurz. Ladieskraft, eine super geile Karte. Ends Entschlossenheit, Ignivore ist dabei. Rotom, Flauschling, Surprise, Feligoy, Boykolente, Reverse Galagladi und Smogmog. Wir werden nämlich heute uns beeilen. Weil wir wollen wirklich 36 Booster machen. Und ich will das Video nicht 22, 35 Minuten machen. Deswegen wird nicht lange geschnackt. Wir packen aus. Wir packen wirklich aus. Ne? Ich finde es total komisch, dass beim verborgenen Schicksal die Online-Karten sind umgedreht. Hier ist es aber nicht der Fall. Was ich total komisch finde. Ist meine Meinung. Ich finde es total komisch. Ja, ich weiß nicht wieso, aber ich find's komisch. Teddy Osa, das ist ein Zeichen, Leute. Das ist ein Zeichen. Wir kriegen's. Ich schwör's euch. Wir kriegen's. Einmal Dracium und wir sehen einmal Mimikma. Wir kriegen's. Das ist ein Zeichen. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Teddy Osa gesehen mit Arceus im Hintergrund. Ich würde mich auch über einen, Togepi und Fluffeluff und Pipi freuen an dieser Stelle. Ja, doch, würde ich mich auch freuen. Aber diese Karte will ich haben. Wormley, Hala, diese Karte will ich haben. Die ist cool. Die ist richtig geil. Tag Team Unterstützerkarten sind mit dieser Erweiterung reingekommen. Auch sehr, sehr, sehr nice. Auch sehr, sehr, sehr nice. Marshadow. Sehr nice. Die Karte will ich wohl haben. An sich wird auch wahrscheinlich sehr stark. Arceus wird auch sehr stark spielbar sein, wenn man es im Wasserdeck spielt. Was wahrscheinlich dazu mit Turtok sehr, sehr strong wird an dieser Stelle. Würde ich cool. Ich frage mich auch, welche Karte wir jetzt alle erst ziehen von den GX-Karten. Ob wir ein Alternativ-Artwork ziehen, ob wir eine Goldkarte ziehen. Frage ich mich echt gerade ein bisschen. Könnte cool sein. Aber mal abwarten. Wir ziehen Vigilia und wir ziehen dann. Oh mein Gott! Tag Team Argion! Und auch Schlinken GX. Sehr schön. Full Art. Saugeil. I like it. Ja, Full Art auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Sehr geil. Erstes Tag Team und Argion und Schlinking GX packen wir gleich mal in die Hülle. Also da muss ich uns nochmal. Das Ding muss sauber aufbewahrt werden. Da darf nichts mit passieren. Da darf nichts, ne? Also das ist schon geil. So. Oh lol. Was mögt ihr? Schreibt mir einfach mal bitte gerne in die Kommentare, was ihr lieber mögt. Mögt ihr das einfach, dass ich die Packs schnell öffne und dann gucke, was drin ist? Oder wollt ihr, so wie ich das jetzt immer mache, eine nach anderen und die guten Karten ganz zum Schluss? Damit man sich dann ein bisschen darauf freuen kann. Würde mich mal interessieren. Man kann nämlich auch die Variante machen, ich zeige euch jetzt mal, wenn man die halt nicht den Kartentrick macht, dass man die Karten tauscht, sondern einfach mal so lässt, hier nach oben, dann ist die Karte immer in der Mitte und dann kann man einfach so, das ist die Secret-Karte. Das hier einmal mal Cargo. Geht auch, kann man machen. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr lieber mögt. Aber ich glaube, die meisten von euch würden nämlich sagen, yo, mach das bitte mit dem anderen Move. Weil dann kann man halt nicht genau sehen, was drin ist. Und die Colo oder beziehungsweise die Special-Karten kommen dann immer ganz zum Schluss. Und das ist halt einfach cooler, ne? Jutetsu ist dabei, Tangolos. Auch, glaube ich, eine sehr, sehr gute Karte wird das sein. Lillys Kraft gibt es auch in der Full-Art-Variante. Auch saugeil, freue ich mich drauf, wenn wir die ziehen sollen. Pikachu und wir. Oh mein Gott! Woo, woo, woo! Yes! Cynthia!
Boom! Ja, Mann! Cynthia und Katalea. Katalea. Alter. Alter, das wird nachgeguckt. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Das ist eine fucking 35-Euro-Karte, Leute. 35 Euro auf deinen Nacken. Bidding. Geil. Sau geil. Und es ist noch nicht mal mit die seltene Karte, die wir aus dem Pack ziehen können. Wir haben also immer noch Glück, dass wir was richtig Krasses ziehen. Und ich ziehe endlich eine fucking Cynthia-Karte. Finde ich super geil. Ich liebe jede Karte, die mit Cynthia ist. Kann man sich gönnen und ich finde es einfach Hammer. So. Jetzt muss nochmal irgendjemand hier meckern. Ist mir egal. 35 Euro Karte auf deinen Nacken. Ja. Cynthia gezogen. Macht das nach. An dieser Stelle, meine Freunde. So, Flamara ist dabei. Grüße gehen Anna. Lina raus. Fluffelof. Willi. Seemops. Hey, zu seine TV. Bautz. Algit. Und Lillys Kraft. Holowosi. Na! Ist auf jeden Fall auch viel wert. Gibt auch so ein paar Euro, gehen die auf jeden Fall weg. Die Holo-Karte. Mal gucken, ob wir das Display rauskriegen. Mal gucken, ob wir das fucking Display rauskriegen. Ich würde jetzt einfach mal stumpf ja sagen, weil ich mich kenne, dass es möglich ist im Moment bei dieser Erweiterung. Weil da viele Karten dabei sind, die super viel wert sind. Mika zum Beispiel gibt es auch. Pyroleo, Leufeo. Oh cool, die Entwicklung war komplett easy. Seemobs, Nsatu. Oh mein Gott, Galagladi. Heiko und Slimog. Oh mein Gott. Das ist nämlich das, was ich meine. Diese Erweiterung ist geil, weil sie hier neue Karten-Artworks beinhaltet. Und das sind die Reverse-Varianten mit den Trainern, zum Beispiel hier wie Galagladi. Finde ich eine super, 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 also wirklich, ich habe schon super gesagt, super geile Neuerung. Also echt extrem geile Neuerung. Ey, ist richtig geil, Leute. Ich schwöre es euch. Finde ich gut. I like it. Ich mag diese neuen Artworks. Ich mag diese neuen, krassen, coolen Artworks auf jeden Fall. Ich liebe diese Karten. Mal gucken, wie viele wir noch rausziehen. Diese Karte ist ja eigentlich ein Pokémon, ne? Muss man jetzt auch mal dazu sagen. Diese Karte ist ein Pokémon und nichts was anderes. Und diese Karte, ich will jetzt eben wissen, wie teuer die ist. Wie teuer ist Heiko? Ist Heiko so schlecht gerankt? Geht die nur für ein paar Euro weg? Kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl, diese Karten, die gehen halt öfters raus, ne? Muss man auch dazu sagen. Gelade, Alter. Gelade, zweite Version. Ist eine Karte mit 1,50 Euro. Geht, Alter. Geht. Kann man machen. Aber ist nichtsdestotrotz geil. Die Rosie Holo-Karte ist mehr wert. Ist egal. Finde ich gut, finde ich geil. I like it trotzdem. Ich mag diese neuen Karten, Adrex. Können ja sein. So, wir schauen uns das Ganze jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive an. Wir haben jetzt mal ein bisschen was Neues hier gemacht. Ich habe jetzt hier mal so zack, zack, 5 Booster-Packs aufgemacht. Und wir klappen mal um. 1, 2, 3. Wir ziehen einmal eine Holo-Kronio-Weltkarte. 3, 4. Stardust! Boom! Geil! Oh mein Gott, finde ich geil. Finde ich gut. Legen wir mal weg. Die Holo-Karte packe ich jetzt mal zur Seite. Also, wenn's, wie gesagt, ist ja eine gute Holo-Karte zumindest. Wir wählen Kronio-Welt. Nehmen einmal dahin. Als nächstes ziehen wir hier Shenlong und wir ziehen einmal Reverse. Beide Karten direkt weg. Wir nehmen die. Ich muss mir angewöhnen, dass ich die andersrum packe. Wenn ich die, warte mal so. Nice. 2 Reverse-Varianten. Feuer. Kann auch weg. Memory. Das machen wir mal im Video. Ich mache ein Display-Memory. Oh, Baby. Nice. Nice. Nice! Tag den Plimpfer, Turtok. Saugeile Karte. Leute, ich kann euch sagen, im Moment mit, meiner Meinung nach, mit Arceus, eine super starke Kombo im Deck auf jeden Fall. Weil man einfach 3 Wasserenergie-Karten anlegen kann. Also im Prinzip ein Gardevoir. Und zum Schluss holen wir uns hier nochmal einmal Elfhund und Seokids. Saugeil. Ersten 18 Booster sind offen. Und ich würde sagen, wir starten mit den nächsten. Let's go. Das Special Booster. Also im Moment geht's eigentlich vom Display her. Wir haben immer noch keine Special-Karte. 18 Booster aufgemacht. Darunter eine Tag-Team. Saugeil, aber sonst nichts dabei. Also 2 Tag-Teams, wenn du so willst. Und eine Tag-Team-Unterstützer. Also eigentlich sind es 3 Tag-Team, ja. Und dann Holo. Also doch schon, eigentlich so schlecht ist es jetzt auch nicht. Also
Aber irgendwie fehlt uns noch diese, wisst ihr mal, diese Goldkarte, die man eigentlich nochmal in den Packs mit hat. Oh, Baby, Alola Volona. Wer diese Karte haben möchte, schreibt sie in die Kommentare, ich schicke euch die zu. Ich brauche dann nur eure Adresse, schreibt sie bitte nicht in die Kommentare. Ich meine das jetzt wirklich ernst, schreibt sie nicht in die Kommentare. Schreibt sie mir privat oder auf Discord oder so und ich schicke sie euch einfach per Post zu. Alola Volona, geht raus an euch, Leute. Let's go. Über eine Unterstützerkarte. Hey, boom, Snibuna. Liebe Grüße gehen an Sherina raus. Saugeil. Also im Moment geht's eigentlich. Ich finde diese neuen Reverse Artworks super geil. Ich mag die lieber als die jetzigen. Finde ich mal, ist was Neues. Damit werden die Reverse wieder ein bisschen aufgewertet, haben Style, sehen optisch cool aus. Und es ist noch so eine Alternativsache, die man zu der Holo-Sache einführen kann. Okay. Es gibt im Moment sau viele Varianten in den Pokémon-TCG-Bereichen, ne, mit Karten, wie sie ausgesehen haben. Vielleicht ein bisschen zu viel, kann man drüber streiten, ja. Und deswegen verstehe ich auch, wenn viele Leute sagen, dass sie das gar nicht wollen, aber ich finde es einfach cool. Ich finde zum Beispiel auch, also die Reverse-Varianten können für mich komplett rausfallen und dafür diese halt reinkommen. Finde ich wesentlich cooler als die Normal-Varianten und halt die Holo-Karten sowieso an sich immer komplett drin lassen. Bei Holo-Karten sind, also die waren früher, waren die schon cool, aber jetzt sind die sind auch noch cool, so nicht, aber ne, aber früher waren die auch schon cool und wegen mir können sie die gerne drin lassen. Reverse-Variante, Tracy's Angel, Holo, Vulvark, wenn man gerade von einer Holo spricht, ne, das wäre mal cool. Ich glaube, da müsste ich mir nur jemanden dazu suchen, der das mit mir macht. Muss ich mal schauen, gucken wir mal. So, 3 Stück haben wir da. So, wir drehen einmal um. Firnantor ist das Special-Karte. Holo Pandaro, nicht so geil, weg damit. Dann ziehen wir einmal Lanthorn und wir haben hier Bouts in der Reverse-Variante, auch okay. Kann auch weg. Special-Karten, okay, let's go. 3, 2, 1. Woo! Geil, Tag-Team. 3, 2, 1. Ja! GX. Alter, ich glaube, so mache ich es jetzt immer. Tech-Team, Fluffeluff, ist auch nicht das andere Artwork, ist das normale Artwork von denen. Das Alternativ-Artwork ist einfach so cute von denen. Wenn ich die ziehe, zeige ich sie euch. So, wir haben jetzt noch ein paar Booster vor uns. Ich schwör's euch, let's go. Ich brauche so eine richtig geile Secret-Karte. So eine richtig krasse Secret-Karte. Costoso! Costoso! Also bis jetzt geht's eigentlich vom Pull her. Es ist zwar nur. Also eigentlich muss sie dabei sein. Es muss eine fucking Goldkarte dabei sein. Wir haben noch nicht mal bis jetzt ein alternatives Artwork oder ähnliches gezogen. Also wirklich noch gar nicht. Ich gucke jetzt echt gerade so ein bisschen. Oder ich werde gerade so ein bisschen wuschig. Boom! Bam! Rainbow Turtok und auch Plinfer. In your face. Da ist sie, die wir wollten. Zweimal Turtok, zweimal Plinfer. Sehr geil im Deck auf jeden Fall. Saugeil. Krass. Oh. Huh. So, jetzt ist jetzt gelaufen. Das war die Karte. Wir haben die Secret gerade gezogen. Im Display. Zwar kein Arceus gezogen. Schade drum. Sehr schade drum. Hätte ich mich sehr darüber gefreut, über einen Arceus. Okay. Kann ich jetzt akzeptieren. Wir haben Rainbow Turtok gezogen. Ist okay. Kann ich, oder beziehungsweise akzeptiere ich komplett. Weil es ist Rainbow Glurak. Das glaube ich, ist auch gar nicht so teuer, müsste das sein. 20 Euro im Moment die Karte. 20, 30, vielleicht 30. Ich weiß es gerade gar nicht. Also auf jeden Fall ist sie nicht so teuer. Ich hätte mich über Arceus super gefreut. Oh, ich habe mich vertan. Scheiße. Ja, dann können wir direkt vorswitchen. So, ein Booster haben wir dann gleich nur noch. Vorletztes Booster. Gucken, ob da noch irgendwas drin sein wird. Ob wir da noch eine neue Karte rausziehen mit dem neuen Logos, Mottos, wie auch immer. Katalea, da ist sie wieder. Aber auch 20 Euro ist auch okay. Ich glaube, wir können... Oh, Lusadin! Holy shit, schön nochmal zum Schluss Loserdien bekommen. Mit Tracy zusammen, saugeil.
Sehr, sehr schöne Karte. Und zum Schluss, letztes Booster, wünscht uns Glück. Ich bin gespannt. Ich bin fucking gespannt. Let's go. Letztes Booster. Arceus wäre das absolute Highlight, im letzten Booster rauszuziehen. Ist mir gerade völlig egal, was für eine Karte, ob das normal ist oder nicht. Ich würde echt gern freuen. Oder Glurak halt, ne? Losardin. Und zum Schluss ziehen wir Fiona. Okay. Das sind alle Karten. Sehr, sehr geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Mich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und haut ihr rein, seid schlau, macht den Abo-Button grau. Bis zum nächsten Mal und tschüss.